Weißmann. Hey, Weißmann, steh da auf, Mensch. Sag mal Bescheid. Was ist los? Der Weißmann liegt am Boden. Hey, Weißmann. Was ist denn los, Weißmann? Weißmann! Was ist denn mit dem Weißmann los? Was ist denn? Weißmann. Was haben Sie vor, Weißmann? Richtiges Hemd. Sie haben keine richtige Hose. Sie haben keine Schuhe. Sie kommen nicht weit. Gehen Sie auf Vernunft an, Weißmann. Halt, nehmen Sie die Schulden weg! Gehen Sie das Tor öffnen! Sehen Sie nicht, dass er mal schießen wird! Machen wir auf! Weißmann, Weißmann. Das war der Mann, der seine Frau, seine Kinder und seinen Schwiegervater erschossen hat. Erinnern Sie sich so vor 2,5 Jahren? Ja. Ich erinnere mich. Das waren die beiden Kinder, 6 und 11 Jahre, beide tot, die Frau schwer verletzt. Und der Vater, der dazwischentreten wollte, auch tot. Ja, genau. Und Weißmann selbst wollte sich dann umbringen. Und damit war er weit weniger erfolgreich. Wo sind Harry und Robert? Im Gefängnis, ich nach Einzelheiten. Ah, ja, gut. Was ist denn? Rehbein, bist du nach Hause? Ja. Was dagegen, Chef? Nein, durchaus nicht. Mhm. Aber ruf bitte meine Frau an, ich käme heute nicht nach Hause. Mhm. Warum sagen Sie denn nicht, dass ich da bleiben soll? Was brauchen Sie denn? Weißmann. Mhm. Ich bin sonst nicht sehr ängstlich, nicht wahr? Aber ich will Ihnen etwas gestehen. Als ich vor dem Mann die Treppe runterging, ist es mir eiskalt über den Rücken gelaufen. Ja, was glauben Sie, wo er hin ist? Was will er draußen? Ich weiß nicht. Ich weiß nur eins, Weißmann ist mehrfacher Mörder. Und im Besitz einer Pistole mit 6 Schuss.
Dürfte ich mal bei Ihnen telefonieren? Ja, ja. Das darf er haben. Haben Sie kein Kleingeld? Haben Sie die Nummer nicht? Wollen Sie ein Geld hat er auch liegen gelassen. Bringen Sie ihn. Ja. Hallo. Passiert, Robert? Nichts, Chef. Noch ist nichts passiert. Ja, ja, die Streifenwagen fahren alle Straßen ab. Er wird irgendwo einbrechen. Er braucht ja Schuhe und andere Kleidung. Na, jedenfalls bin ich die ganze Nacht zu erreichen. Weißmann wollte telefonieren, aber offenbar hat er die Nummer nicht mehr gewusst. Jedenfalls ist er verschwunden. Ja, der Fall Weißmann. Eine Eifersuchtsgeschichte. Die Frau hat ihn betrogen. Jahrelang. Weißmann hat sich eine Pistole besorgt und hat dann ohne Vorwarnung alles über den Haufen geschossen. Ja, und nur die Frau blieb am Leben. Ja. Ruf sie doch mal an. Brebein, hast du die Nummer von Weißmann? Ja. Nein, vielleicht stimmt die Adresse noch. 62. 49? 03, 62. Hallo, wer ist da? Nein, mein Name ist Dreifuß. Doch, die wohnt hier. Ich bin die Untermieterin. Ja, aber die heißt nicht mehr Weißmann, die heißt jetzt Neumann. Sie hat vor 14 Tagen geheiratet. Ja, und wo ist die Frau Weißmann, ich meine die Frau Neumann jetzt? Ich weiß nicht, wo sie sind. Ausgegangen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wohin. Sagen Sie, wer ist denn eigentlich am Apparat? Gut. Ich bleibe hier. Ich bin in einer Viertelstunde bei Ihnen. Sie hat vor 14 Tagen wieder geheiratet. Nichts. Aber ich habe doch den Mann genau gesehen. Ich habe doch die Meldung gehört, nicht? Keine so eine komische Jacke und keine richtigen Schuhe. Ich habe zuerst gemeint, er ist betrunken. Aber so hat er auch wieder nicht ausgeschaut. Schnurgerade ist er gegangen, der Mann. Und dann habe ich den Polizeiwagen angehalten. Vielleicht ist er im Zahn gesprungen. I could have placed our love in the sky.
Wo kommt es her? Von da drüben! Worum schreist du denn? Da muss er runter sein. Was sagen Sie, wer ist das? Weißmann? Das haben Sie doch gerade im Radio durchgegeben. Komm. Besten Dank, ein mehrfacher Mörder hatten wir da in der Wohnung. Dann lassen Sie doch den Hund los! Nein, Sie, ich lass meinen Hund erschießen! Wohin? Fahren Sie los. Fahren Sie erstmal geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Wissen Sie nicht, wohin Sie wollen? Ich sag Ihnen schon, wenn ich aussteigen will. Schon gut. Was ist denn da wieder los? Hallo? Was ist denn da? Die Polizei hat alles abgesperrt. Die suchen da jemanden. Wen suchen die denn? Wen? Da hat eine Frau und Kinder umgebracht. Fahren Sie zurück. Was? Fahren Sie zurück. Ja, das wird das Beste sein. Wissen Sie inzwischen, wohin Sie wollen? Drehen Sie erstmal um. Ja, in Ordnung. Und jetzt? Fahren Sie erstmal geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Wissen Sie nicht, wohin Sie wollen? Fahren Sie schon. Ich sag Ihnen schon, wenn Sie halten sollen. Ja, gut, in Ordnung. Ich fahre ja schon. Halten Sie an. Jetzt? Hier? Ich habe gesagt, Sie sollen halten. Ja, in Ordnung. Ich halte ja schon. Was macht das? Zentrale von 2061. Ja, Zentrale. Kommen. Zentrale, verbinden Sie mich bitte dringend mit der Polizei. Bitte kommen Sie herein. Die. Was ist denn passiert? Die Frau Weißmann, die Frau Neumann ist noch nicht da, nein? Nein, die sind noch nicht nach Hause gekommen. Ist telefoniert worden? Telefoniert? Nein. War jemand an der Tür? Nein. Ich habe die Durchsage gehört. Der Weißmann ist raus. Ja, ja. Und er ist bewaffnet. Ja, er hat eine Pistole bei sich. Glauben Sie, dass er hierher kommt? Wir müssen damit rechnen, dass er es versucht, ja. Sie sind die Untermieterin, ja? Ja. Mein Zimmer ist die Tür, da hinten. Neumanns wohnen hier. Kann man da mal rein? Ja, die lassen immer offen, wegen des Telefons. Und die Frau Neumann hat vor 14 Tagen geheiratet, ja? Ja. Wen denn? Och, den kennt sie schon lange. Er ist in einer Brauerei tätig. Ihr erster Mann kennt ihn auch. Ist also ein Freund von den beiden gewesen, ja? Ja, so viel ich weiß. Und hier ist das damals passiert? Tja, sie hat mir das alles erzählt. Hier an der Tür, da hat er ihren Vater erschossen. Er lag halb im Zimmer und halb auf dem Flur. Und sie stand dort, am Fenster. Weil sie sah, sie hatte ja gehört, dass er die Kinder... Sie wollte das Fenster aufmachen, aber... Wo hat er denn die Kinder erschossen? Im Kinderzimmer, hinten im Flur. Das ist das Zimmer, das Sie jetzt bewohnen, ja? Ja, seit einem Jahr. Ich habe Frau Neumann im Krankenhaus kennengelernt. Sie war ein Jahr im Krankenhaus. Kann ich das Zimmer mal sehen? Ja, bitte. Sie verlangt keine Miete dafür. Sie sagte, das Zimmer nimmt ja doch niemand. Du kriegst es umsonst. Deswegen habe ich es genommen. Sie wissen ja, wie teuer Zimmer heute sind. Und ich war gerade geschieden. Ich habe natürlich umgeräumt. Betten raus und Teppich raus. Das Regal, das war ganz voller Spielsachen. Puppen und Teddybär und Harlekin. Sachen habe ich alle auf den Boden gebracht. Nur die Schränke, die habe ich gelassen.
Kleine, die lag schon im Bett, also sie... Das Bett stand da und der Große lag hier. Die erste Zeit habe ich nachts das Licht angelassen. Wissen Sie, dass der Weißmann seine Kinder abgöttisch geliebt hat? Ich frage mich, wieso etwas dann möglich ist. Kann ich mir telefonieren? Ja, bitte. Ich bin jedenfalls froh, dass ich aus dem Zimmer rauskomme. Ich räume es ja zum ersten, weil Sie brauchen es ja jetzt. Sie sagte, wenn wieder Kinder kommen... Glauben Sie, er wird es noch mal versuchen, Sie umzubringen? Ja, ist gut, Walter. Das Haus muss gesichert werden, natürlich. Ja. Verstehe ich. Ja, ich versuche herauszukriegen, an wen er sich noch wenden könnte. Ich schicke dir Harry und ein paar Beamte. Ja, ist in Ordnung, Chef. Haben Sie sich inzwischen mit der Frau Neumann angefreundet? Ja. Nein. Spricht sie noch ab und zu von ihrem ersten Mann? Nie. Bill, könnten Sie mir das bitte wechseln? Wechseln? Nein, tut mir leid. Was soll ich damit? Können Sie den wechseln? Nur wechseln oder was? Nur wechseln, damit ich telefonieren kann. Kommen Sie voran rein. Ich muss telefonieren! Ich hab gesagt, wir sollen vorn reinkommen. Saume? Ich wollte nur wissen, ob du zu Hause bist. Bist du allein? Wer ist denn da? Hallo, wer spricht denn da? Wer war denn da? Weißmann. Weißmann hat angerufen. Weißmann? Du hast doch die Durchsage gehört. Da ist er. Da unten. Ruft mich an, ob ich allein bin. Er kommt drauf. Die Polizei. Ruf die Polizei an. Der muss gleich oben sein. Leiser. Was mache ich? Die Polizei. Ich rufe die Polizei an. Polizei, ich lass ihn rein, er sitzt hier. Und die Polizei kommt. Der schießt uns doch über den Haufen. Nicht aufmachen. Wir machen nicht auf. Macht niemanden auf, haben die schon gekriegt. Deine Mutter kommt. Zu meinem Schwiegersohn, da kommt sie. Ich hab einen Schlüssel. Die müssen doch da sein. Hallo! Ach, da seid ihr ja. Ihr habt Besuch bekommen. Kommen Sie doch rein, Sie sind da. Erich! Tag, Erich! Ich hatte dich. Im ersten Moment hatte ich deine Stimme gar nicht erkannt am Telefon. Na, komm doch rein. Setz dich. Ich glaube, du kennst meine Frau noch nicht. Das ist Susanne, meine Frau. Ich habe ja geheiratet inzwischen. Hol doch mal was zu trinken, Susi. Hm? Magst du was trinken oder nein, nein. Hast du Hunger? Nein, danke. Aber irgendwas trinken willst du doch. Haben wir Bier im Hause? Ja, ja. Hm? Nun setz dich doch. Zigarette. Du rauchst doch. Nein, danke. Was, du rauchst nicht mehr? Kannst du mir einen Gefallen tun? Jeden, das weißt du doch. Kann ich ein paar Schuhe haben? Natürlich. Ich habe keine richtigen Schuhe. Na ja, wenn sie dir passen, such doch mal ein paar Schuhfeen raus, ja? Ja, und ein Hemd und
Eine Hose und eine Jacke. Ja, natürlich, selbstverständlich. Und geh doch schon. Schuhe, Jacke. Hast du denn nicht gehört? Schuhe, Hemd, Anzug will er. Ja, ja. Da ist unser Schlafzimmer jetzt. Telefon. Hallo? Spreche ich mit Herrn Saume? Joachim Saume? Ja, wer ist denn da? Kriminalpolizei, Kommissar Keller. Herr Saume, haben Sie die Durchsage heute gehört? Wissen Sie, dass Weißmann, Erich Weißmann, der wegen Mord und Mordversuch eine lebenslängliche Haftstrafe verbüßt, heute aus dem Gefängnis ausgebrochen ist? Nein. Wieso? Ich finde Ihren Namen hier unter den Zeugenaussagen. Sie waren ein sehr guter Freund von Weißmann. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Dann hören Sie mir gut zu, Herr Saume. Es besteht die Möglichkeit, dass Weißmann Sie aufsuchen wird. Er braucht Hilfe, Geld, Kleidung. Vielleicht wird er sich an Sie wenden. Oder hat er sich schon an Sie gewandt? Nein, nein. Wieso? Nein. Nein. Wie spricht denn der Mensch? Herr Saume, können Sie im Moment nicht so sprechen, wie Sie wollen? Nein. Ist Weißmann da? Sagen Sie nichts. Antworten Sie jetzt nicht. Halten Sie ihn hin, bis wir kommen, und legen Sie auf. Ich glaube, wir haben ihn, Rehbein. Willst du mir eine Krawatte haben, Erich? Muss doch irgendwie, kannst du nicht. Warum hast du mir keine Krawatte mitgebracht? Ach, du siehst, er will doch keine. Ein Bier willst du doch sicher. Komm, setz dich. Nein. Trink einen Schluck. Vielen Dank für alles. Wieso denn? Warum? Wofür? Erich, das ist doch gar keine Ursache. Wofür denn? Gott sei Dank. Herrgott, nochmal. Ein Mörder im Zimmer. Ein Mann, der Frau und Kinder erschießt, holt sich von mir ein Hemd und einen Anzug und legt die Pistole auf den Tisch. Der war doch nicht bei sich. Hast du es gemerkt? Der war doch überhaupt nicht bei sich. Weißt du, wer am Telefon war? Polizei. Kriminalpolizei. Wenn der was gemerkt hätte, der hätte uns doch einfach niedergeschossen. Aber es ist ja gut gegangen. Und wie kriege ich meinen Anzug wieder? Meine Schwiegermutter hat ihn reingelassen. Sie konnte ja nicht wissen, wer das war. Du bist doch immer zu leichtsinnig. Lässt einfach einen fremden Menschen rein. Einen Mörder! Susi, habe ich nicht alles versucht, ihn festzuhalten? Da steht das Bier noch. Aber der war ja nicht ansprechbar. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ja, was hat er gesagt? Er hat gesagt, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich brauche einen Anzug und Schuhe. Mehr nicht. Der war ja stumm. Aber eine Pistole hat er hier auf den Tisch gelegt. Da braucht er nicht mehr viel zu sagen. Hallo, Chef. Er ist nicht mehr da. Er hat sich nur eingekleidet hier. Dann gebe ich dir jetzt mal eine Adresse durch. Ja? Gib doch mal den Zettel rüber, Rehbein. Der Mann heißt Dr. Förster. Das ist der Gefängnispsychologe. Schreib dir jetzt mal auf, wo der Mann wohnt, ja? Ich war jahrelang mit ihm befreundet. Wir sind zusammen Ski gelaufen, gewandert im Sommer. Wir sind zusammen ausgegangen. Herrgott, was haben wir alles zusammen gemacht? Und er war... Sie werden das vielleicht nicht glauben. Ich habe das alles vor Gericht ausgesagt damals. Die Gutmütigkeit selbst war der Mann. Wollen Sie was trinken? Hm. Susi, hol doch mal ein Glas und eine neue Flasche. Die ist ja schon ganz warm. Die Gutmütigkeit selbst! Und geht hin und veranstaltet so ein Blutbad. Wissen Sie, dass ich Pate war von den Kindern?
Ich meine, es war doch kein Grund, sie einfach umzubringen, nur weil seine Frau ihn nach Strich und Faden betrogen hat. Jahrelang. Das hat er ja gewusst. Danke. Alle haben es ihm erzählt. Ich selber habe zu ihm gesagt, Erich, die Hannelore macht da Geschichten, siehst du das nicht? Aber er hat nie etwas gesagt. Niemals. Geht hin, läuft Amok. Schießt alle über den Haufen. Nur sie hat er nicht richtig erwischt. Sagen Sie, will er das nachholen? Da kommen Sie. Da kommen Sie schnell von der Straße. Was ist denn los? Kommen Sie ins Haus. Was soll denn das hier? Kommen Sie weg von der Straße. Warum? Da hat er die Durchsage nicht gehört. Moment, was ist überhaupt passiert hier? Alles war uns ausgebrochen. Hat heute Abend ein Wärter niedergeschlagen, ist geflüchtet. Ist im Radio durchgekommen, zweimal. Man hat ihn noch gar nicht. Man hat ihn noch nicht und er ist bewaffnet. Was will er denn? Was will denn der Mann? Ach, stehen Sie deswegen hier? Ja, die ganze Straße ist umstellt. Kommen Sie jetzt erst mal raus. Unglaublich. Bewaffnet? Ja, glauben Sie denn, dass er herkommt? Dass ich meine, hier reinkommt dort und einfach drauf losballen. Du, wie da bist. Hör auf! Was heißt denn hier? Hör auf! Du hörst doch, Erich ist raus. Kennen Sie ihn eigentlich? Natürlich kenne ich ihn. Und dann kennt er Sie auch, ja? Erich? Natürlich kennt er mich auch. Ich dachte, der kommt nie mehr aus dem Zuchthaus raus. Was machen wir denn jetzt? Hannelore. Weiß ich doch nicht. Hast du gehört, die ganze Straße ist voller Polizei. Der kann doch nicht hier ins Haus. Nein, das kann er nicht. Und der Hof? Haben Sie an den Hof gedacht? Der kennt sich nämlich aus hier. Alle Türen sind bewacht. Was will er denn noch hier? Mensch, was will er? Wissen Sie, was der will? Mich umbringen. Na, hör doch auf, aber du. Also wirklich. Hast du was zu trinken? Musst du deswegen jetzt nicht trinken? Gib mir was zu trinken. Ich bin nicht oben. Weißt du, dass wir nichts oben haben? Soll ich deswegen vielleicht runtergehen? Ich hab was. Ja, also nun. Was soll jetzt werden? Wollen wir die ganze Nacht hier bleiben? Nicht, wenn Sie es nicht wünschen. Bleiben Sie hier. Bitte bleiben Sie hier. Danke, Anneliese. Danke. Du bleibst doch auch hier. Bitte bleib hier. Das nicht mehr aus. Was hältst du nicht aus? Hörst du, dass alles abgesperrt ist? Hat gar keine Chance. Hat überhaupt keine Chance. Ich halte das nicht aus. Ich halte ja auch aus. Du, der schießt uns über den Haufen. Der schießt uns über den Haufen, du wirst sehen. Willst du jetzt nicht endlich mal den Mund halten? Da ist doch jemand auf der Treppe. Ich höre nichts. Nichts. Herr Reinhard Magnusson aus Helsinki. Sehen Sie, wie nervös sie ist? Was sie für eine Angst hat? Was die beide für Angst haben? Na ja. Mit ihm hat sie nämlich ihren Mann betrogen. Jetzt haben sie Angst. Gehen Sie ran, Frau Neumann. Nein. Ich gehe nicht ran. Dann gehen Sie doch ran. Ich? Na, wieso ich denn? Gehen Sie doch an, bitte. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Melden Sie sich doch.
Weiß man, sind Sie es? Weiß man, wenn Sie es sind, dann hören Sie mir gut zu. Weiß nicht, wer es war. Er hat aufgelegt. Was will der Mann eigentlich von mir, was? Was hab ich damit zu tun? Deinetwegen ist doch der Mann verrückt geworden. Meinetwegen? Und du warst doch mit ihm verheiratet. Das war dir doch völlig gleichgültig. Du hast gesagt, mein Mann interessiert das überhaupt nicht, was ich mache. Dem ist das ganz egal. Du hast mich doch hier aufgebracht. Und dann hast du zu Erich gesagt, komm, geh mit den Kindern spazieren. Also, ehrlich, Herr Kommissar, wirklich, mir blieb der Atem stehen, als sie das sagte. Wissen Sie, was der Mann tat? Ja, wissen Sie, was der tat? Der ging mit den Kindern spazieren. Ja, was sollte ich denn davon halten? Der war es gewöhnt, Herr Kommissar, wirklich. Der Mann war es gewöhnt, er nahm die Kinder und ging spazieren. Also, glücklich sah er nicht aus. Totenbleich war er, aber er ging. Da habe ich mir gesagt, bitte, wenn das so ist. Du willst dich wohl rausreden? Mensch, du hast doch gesagt, wenn sie schon mit den Kindern spazieren gehen, dann kommen sie nicht so schnell wieder. Er hätte ihr Nein sagen können. Er hätte ihr sagen können, bitte hier, was wollen Sie von meiner Frau? Machen Sie, dass sie rauskommen. Und dann wärst du weggegangen. Dann wäre ich weggegangen. Worauf du dich verlassen kannst. Gefängnispsychologe, er kennt Weißmann genau. Tag, die Sache ist ganz klar, der Mann hat nur ein Ziel, er will zu seiner Frau. Aber da er, wie Sie sagen, eine Waffe bei sich hat, wäre es doch vielleicht besser, wenn die Leute da weggingen. Ja, ja. Ich meine, falls es zu einer Schießerei kommt. Das machen wir schon. Kommen Sie mit drauf? Nein, danke schön. Ich habe nur eine beratende Funktion. Wo könnte ich mich denn unterdessen aufhalten? Da drüben wäre eine Kneipe, wenn Sie da so lange warten wollen. Oh ja, danke schön. Ich stehe selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Ich habe alle meine Notizen über Weißmann dabei. Ja, kommen Sie, Doktor. Danke. Beratende Funktion von der Kneipe aus. Nicht schlecht. Na ja, die Sache ist doch vollkommen klar. Der Mann kommt eben einfach nicht darüber hinweg, dass er seine Kinder erschossen hat. Und er macht seine Frau dafür verantwortlich. Nehmen Sie auch ein Bier? Ja, gerne. Wenn es nicht zu kalt ist. Sagen Sie, dieser Weißmann hier bekannt? Den kennt jeder hier. Auf den warten die alle hier. Die haben nämlich gesehen, wie die Kinder sehr weggetragen worden sind. Ja, ja, das verstehe ich schon. Aber immerhin, der Mann ist bewaffnet. Er riskiert alles. Ich habe da ein paar Notizen gemacht. Vielleicht erklärt Ihnen das mein Standpunkt. Da sehen Sie. Der Mann ist wie im Sturz begriffen auf den Tod zu. Für Malaien zum Beispiel. Das sind Amokläufer, vogelfrei. Wussten Sie das? Willst du nicht schlafen gehen? Ich kann jetzt nicht schlafen. Leg dich hin und mach die Augen zu. Das hast du doch immer gekonnt. Was habe ich immer gekonnt? Die Augen zu machen. Hast du immer die Augen zugemacht? Was redest du denn da? Wieso habe ich immer die Augen zugemacht? Dann hast du bei mir im Zimmer Kaffee getrunken, Musik gemacht, gesungen hast du in dem Zimmer.
in dem deine Kinder ermordet wurden. Lass mich doch in Ruhe, Mensch. Was ist bei dir? Nichts. Die streiten sich da drin, das kannst du dir kaum vorstellen. Was unten? Keine Spur von Weismann. Na? Nichts. Ich hätte mit einem Anruf gerechnet, wenigstens damit. Es ist totenstill. Sagen Sie, wann machen Sie den Schluss mit dem Theater? Man kriegt ja die Kinder nicht vom Fenster weg. Vor 10 Minuten haben Sie es wieder durchgegeben, zum dritten Mal. Ich habe unterwegs davon gehört. Ist das nicht ganz bei uns in der Nähe? Ein paar Häuser weiter. Hast du nichts gesehen? Ja, dass die Polizei da unten stand. Sonnige, fast wolkenlose Südhälfte des Hochdruckgebietes über Russland. Die Aufheiterung reicht fast bis nach Deutschland heran. Dieses Hochdruckgebiet wird sich in den nächsten Tagen noch einmal verstärken. Ich kann den Namen nicht ausweiten. In welcher Tasche? So, rechts. Ausläufer zurückdrängen nach Frankreich und nach den britischen Inseln. Rechts? Ja, warte, ich komm. Ich hab sie schon. Sein. Danke. Im Westen und Süden wird es teils heiter, teils wolkig sein. Wolkig vor allen Dingen in der zweiten Tageshälfte, weil doch dann eine gewisse Neigung zu einzelnen Regenschauern oder auch Gewittern besteht. Bei schwachen im Norden aber frischen Winden aus Südosten bis Osten wird es schön warm werden. In Süddeutschland etwa zwischen 17 und 20. Du fängst an, Gespenster zu sehen. Nein, nein, ich habe was gehört. Tja, was wird der Mann tun? Er hat die Kinder geliebt, die Frau geliebt. Das sagen alle hier. Das kann man doch verstehen, dass das ins Gegenteil umschlägt. Ich sage Ihnen, der schießt sie wieder über den Haufen, wenn er kann. Warum sagst du nicht, wie es gewesen ist? Wie was gewesen ist? Die Tage vorher. Die Tage, bevor es passiert ist. Das hast du doch damals der Polizei nicht erzählt. Ja. Was meinst du jetzt überhaupt? Na, wie er zu dir kam und dir gesagt hat, Paul, ich muss mit dir reden. Na und? Na und dir gesagt hat, lass mir die Hannelore. Lass mir die Kinder. Da hast du gesagt. Hör doch auf, Mann. Hör doch auf. Weißt du, was du gesagt hast? Da hat er gesagt, lass dir doch alles. Bis auf 2 Stunden am Tag. Von 4 bis 6. Dagegen kannst du doch nichts haben. Warum erzählst du denn das jetzt alles? Das hat er gesagt. Das war genau 1 Woche vorher. Da hat er gesagt, Erich, ich mach dir einen Vorschlag. Zwischen 4 und 6 gehst du spazieren. Oh, brauchst du aber nicht. Kannst auch im Kinderzimmer bleiben. Das war? Ich hab's gesagt, ja. Nur um mal zu sehen. Nur um was zu sehen? Ja, nur mal zu sehen, was sich der Mann alles gefallen lässt. Aber sie hat gesagt, da wollen wir doch mal sehen. Da kommst du eben 4, hat sie zu mir gesagt. Und bleibst bis 6. Sie wollte es wissen. Sie!
Und habt ihr das so gemacht? Ja. Ja, weil sie es so wollte. Sie war ganz verrückt darauf. Also. Ich kam um 4. Ich kam da rein. Er saß da, da drüben in der Ecke. Und sah mich an. Sie war auch da. Sie stand da, wo sie jetzt auch steht. Ich sagte, Erich, ich bin da. Es ist 4. Wissen Sie, Herr Kommissar, ich habe dabei gegrinst. Nicht, weil ich dachte, also jetzt schmeißt er mich doch gleich raus. Und dann hätte ich gesagt, du, das ist ein Witz, Erich. Das alles ist ein Witz. Ich freue mich, dass du das nicht so ernst genommen hast. Hätte ich dann gesagt. Wissen Sie, was der tat? Der stand auf. Hannelore, der stand doch auf, nicht? Ja, der stand auf. Ja, der stand auf. Und da habe ich gesagt, ja, komm, Dalli, ich verliere glatt 5 Minuten. Ich dachte immer noch, der nimmt das nicht ernst. Für den ist das ein Witz. War gar kein Witz für ihn. Ja, und dann habe ich zu Hannelore gesagt, du, der geht ja, nicht? Wo geht denn der hin? Und sie hat gesagt, das hörst du doch. Der holt die Kinder. Er zog ihm die Mäntel an. Es fiel kein Wort. Es war ganz still auf dem Flur. Ja, bis dann die Wohnungstür zufiel. Und da wusste ich, dass er dann tatsächlich gegangen war. Dann fing sie an zu lachen. Hat sie gelacht, Herr Kommissar? Nicht, du hast doch gelacht. Du hast doch schallend gelacht. Das musst du doch jetzt zugeben, dass du gelacht hast. Ja, Kommissar, sie hat gelacht. Und dabei hat sie sich die Knöpfe ihrer Bluse aufgemacht. Ja, wobei du mir geholfen hast. War das nicht so? Weil er ja ging, nicht? Weil er ja gegangen war. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum denn nicht? Und um 6 kam er zurück? Ja. Ja, 6. Und das haben Sie so fortgesetzt, das mit zwischen 4 und 6? Ja. Jeden Tag? Jeden Tag. Jeden Tag. Also, so gut wie jeden Tag. Eine ganze Woche lang. Weil sie so wollte. Sie wollte so. Für sie war es ein fantastisches Erlebnis. Hat sie diesen Ausdruck gebraucht? Ja, genau diesen. Fantastisch. War es das für dich nicht? Nicht so wie für dich. Für dich war es mehr. Du hast es gebraucht. Weil du eine verdammte Hure bist. Nichts, keine Spur von Weißmann. Er ist in der Nähe. Ich kenne den Mann. Jedenfalls kenne ich die Stimmung, in der er sich befindet. Der Mann ist kein Mensch mehr, der die Vor- und Nachteile seiner Handlungen abschätzen muss. Das gibt es für ihn nicht mehr. Sie müssen sich das auch so vorstellen. Ein normaler Mensch, der hängt wie an Fäden. Herkunft, Moral, Sitte, Erziehung. Er weiß, was man tut und was man nicht tut. Er weicht der Strafe aus, den Schwierigkeiten. Er fürchtet die Missachtung der Gesellschaft, ihr Urteil. Das alles kommt für Weißmann nicht mehr in Frage. Bei ihm sind alle Fäden durchschnitten. Er braucht nichts mehr zu fürchten. Der Mann fällt. Dem Tod entgegen. Wieso? Ja, das sagten Sie ja schon. Ach ja, habe ich das gesagt? Ja, und das ist auch vollkommen richtig. Der Mann geht seinen letzten Weg. Das heißt, er geht nicht, der läuft.
Tja, es ist 12 Uhr, Mitternacht, Doktor. Ich glaube, da passiert nicht mehr sehr viel. Auch die Leute draußen glauben das nicht. Die meisten haben die Fenster schon zugemacht. Na, und ich sage Ihnen, die Leute haben ihre Fenster zu früh zugemacht. Ich werde Ihnen jetzt sagen, wie es war. Also, wie es wirklich war an diesem Tag. Ich war nämlich dabei. Sie waren dabei? Ja, ich war dabei. Ich war... Im Schlafzimmer war ich. Aber soweit ich mich erinnere, war davon niemals die Rede. Nein, nein, als die Schüsse fielen, bin ich gelaufen. Da bin ich weggelaufen. Und nachher da haben wir dann... Also, da hab ich dann nicht mehr erzählt, dass ich dabei war. Warum musst du das jetzt sagen? Weil ich nicht möchte, dass es so aussieht, als hätte ich mehr damit zu tun als du. So. Hören Sie mir jetzt bitte zu. Also, wir liegen also im Bett. Und auf einmal geht die Tür und sie sagt, ist es schon 6? Und ich sage, nein, ist noch nicht 6. Ja, warum kommt er denn dann schon? Sagt sie. Wissen Sie, ich merkte, das ist vielleicht komisch, aber ich merkte, es macht ihr Spaß, dass er kam. Es erhöhte sozusagen ihr Vergnügen an der Sache. Ich sagte ihm, lass ihn noch früher kommen, vielleicht regnet es. Und da stand sie doch tatsächlich auf und ging zum Fenster und sagte, nee, es regnet nicht. Vielleicht friert er. Wieso ist er nicht kalt draußen, sagt sie. Sie ging raus, so wie sie war. Vor den Kindern? Ja, nein, nein, die Kinder waren ja schon im Zimmer. Er brachte sie immer gleich ins Zimmer. Also, sie ging raus, so wie sie war. Ja. Ich hörte, was sie sagte. Sie sagte, warum kommst du denn schon? Und also, sie macht ihm Vorwürfe. Also, Kommissar, wirklich, ich fand die Sache nicht gut. Sie trieb es zu weit. Sie trieb es einfach zu weit. Er sagte ja auch kein Wort. Also, ich hörte jedenfalls nicht, dass er was sagte. Ich hörte nur, dass die Tür ging. Er ging dann ins Kinderzimmer. Sie kam dann wieder rein ins Schlafzimmer und sagte, ich weiß gar nicht, was er hat. Er hat kein Wort gesagt. Auf einmal klingelt es an der Tür. Sie sagte, wer kann das sein? Ich sagte, ich weiß es nicht, mach bloß nicht auf. Aber es klingelte immer weiter, 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 es hörte gar nicht auf. Und da zog sie sich was an und ging zur Tür. Ihr Vater war es. Er sagte, Erich ist bei mir gewesen. Ja, kann ich mir mit ansehen, was du tust. Und er sagte, sie, ja, was tue ich denn, mein Gott, oder Herrgott, was tue ich denn? Sie hat ihn damit reingeholt, hier ins Zimmer, und sprach dann weiter mit ihm. Das ging dann immer hin und her. Und auf einmal sagte er, ist der Kerl in deinem Schlafzimmer? Also ich war angezogen, Herr Kommissar, ich war wirklich fix und fertig angezogen. Als die Schüsse fielen. Kinderzimmer.
Er schoss alles nieder. Alles. Wie ein Verrückter. Weil sie ihn dazu getrieben hat. Musste sie so rausgehen, so wie sie war? Sie keinen Unsinn. Weiß man, nehmen Sie die Pistole! Weißmann, machen Sie auf! Hannelore. Aufmachen, Weißmann! Ich wollte. Machen Sie die Tür auf! Verzeih mir. Na bitte, was habe ich Ihnen gesagt? Das habe ich doch gewusst. Jetzt geht's los. Das habe ich gewusst. Gehen Sie nicht zu ihm. Er bittet Sie um Verzeihung. Warum gehen Sie nicht zu ihm? Er wollte nichts als seine Frau um Verzeihung bitten. Das hat er getan. Dann hat er sich erschossen. Na, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, es wird noch Blut fließen. Irgendwie war er doch so etwas wie ein Amokläufer. Die sind vogelfrei. Ja, das sagen die mal allein. Tja. Geh mal schlafen. Können Sie jetzt schlafen?